Wir haben einen Hinweis, dass wir NFTs von SpaceX oder auch NASA auf Vivi sehen können und das auch relativ zeitnah. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns auf jeden Fall heute in diesem Video und außerdem zeige ich euch ganz kurz, welches Comic wir als nächstes sehen werden auf Vivi. Moin Moin und willkommen an Bord, ich bin's dein Captain und heute am Steuer mit diesen sehr coolen Themen. Und wenn du in Zukunft auch solche Themen nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal. Und wenn dir dieses ganze Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir freuen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt aber direkt rein ins Video. Das nächste Comic steht vor der Tür und das Ganze ist Nova Hashtag 1. Das Ganze ist eine Variante aus 2013. Das Ganze wird mit exklusiven Rare und Ultra Rare Covern droppen. Und das Ganze wird am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit, natürlich wie immer im Blindbox-Format droppen. Persönlich, ich finde die Cover gar nicht mal so schlecht. Ich werde mir vielleicht auch eins holen, das entscheide ich dann aber relativ spontan. Die Preise auf Go Collect sind auch nicht gerade vielversprechend. Eine 9.6 geht gerade mal für $48 über den Tisch. Das ist natürlich im Vergleich zu vielen anderen Comics wirklich nichts. An der Stelle gilt es einfach wirklich, collect what you love. In Zukunft weiß man natürlich aber nicht, wie sich dieses Comic entwickeln könnte. Anschließend sprechen wir jetzt über das Thema, warum wahrscheinlich die meisten Leute von euch hier an dieser Stelle eingeschaltet haben. Nämlich geht es um SpaceX und NASA. Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter mal bei David Yu eine SpaceX-Kappe gesehen, die er aufhatte. Und dort gab es schon mehrere Spekulationen, ob wir jetzt SpaceX bekommen oder nicht. Was wir auf jeden Fall uns anschauen müssen, ist nämlich ein Kommentar oder beziehungsweise eine Ankündigung vom guten Vivi-Meister aus der Telegram-Gruppe beziehungsweise auch ein deutscher Vivi-YouTuber. Und zwar hat er nämlich geschrieben, dass er nämlich auf der DCON mit Dan geredet hat, unter anderem dort natürlich auch viele andere Gespräche hatte, aber auf jeden Fall der dort auch gesagt hat, also Dan dort auch gesagt hat, und zwar, dass sie nämlich eine Lizenz haben, über die wir uns anscheinend alle freuen werden und die uns buchstäblich zum Mond bringen wird, und mehr hat er an dieser Stelle nicht verraten. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle mehr als eindeutig, dass es hier eher um Spaceships geht und nicht in dem Sinne, dass wir hier jetzt mit unseren Vivi-NFTs oder sonst was zum Moon gehen. Dementsprechend sind natürlich Lizenzen wie SpaceX oder auch die NASA dort ziemlich offensichtlich. Was hier aber den Verdacht nochmal erhärtet, ist tatsächlich auch die NASA-Mission, nämlich mit der Artemis 1-Mission. Und hier geht es darum, eine Rakete in die Mondumlaufbahn zu bringen, was an dieser Stelle buchstäblich uns zum Mond bringen würde, wenn wir die NASA als Lizenz hätten. Außerdem haben wir bereits ein staatliches Unternehmen, nämlich die USPS an Bord. Dementsprechend wäre es tatsächlich gar nicht mal so abwegig, wenn wir hier auch die NASA als staatliches Unternehmen bei Vivi dazu bekommen würden. Da wir halt, wie gesagt, schon eins haben und dementsprechend das für die NASA vielleicht auch ein Anreiz wäre, zu sagen, okay, ihr habt schon ein staatliches Unternehmen von uns dabei, dann kommen wir doch einfach auch dazu. Und ich gehe sehr stark davon aus, wenn wir die NASA hier bekommen sollten, dass wir sehr ikonische Collectibles bekommen sollten, zum Beispiel von Apollo 11 Mission und vielen anderen ikonischen Momenten aus der Raumfahrt der NASA oder auch generell aus der Raumfahrt. Das Ganze könnte sich natürlich aber auch auf SpaceX beziehen, da wir tatsächlich ja hier auch schon einige Hinweise hatten auf dieser Kappe von David Yu. Mein persönlicher Favorit wäre tatsächlich aber hier die NASA, denn die NASA ist, wie gesagt, ein staatliches Unternehmen und dort haben wir niemanden, der da irgendwie künstlich etwas pusht. Bei SpaceX haben wir einfach das, würde ich mal sagen, kleine Problem, Elon Musk. Ich bin kein Elon Musk-Hater oder sonst was, aber das, was mit Dogecoin passiert ist, wäre meiner Meinung nach nicht allzu gut für Vivi bzw. den OMI-Token. Auch wenn man kurzzeitig davon profitieren könnte und es vielleicht auch für eine längere Zeit steigende Kurse geben würde, hätte man halt einfach das Risiko, dass es hier zu einem Pump and Dump kommen würde und dementsprechend auch nicht gut für den Markt wäre. Was zur Folge hätte, dass man eventuell sehr starke Kursrückgänge hätte, dadurch wieder viele, viele Leute hat, die einfach Verluste einfahren, was an dieser Stelle, glaube ich, bei Vivi und auch beziehungsweise bei Ikomi nicht gewollt ist. Dementsprechend gehe ich hier eher tatsächlich davon aus, dass wir das staatliche Unternehmen, die NASA, mit dazu bekommen sollten. Es sind aber noch viele andere Mondmissionen auf jeden Fall geplant, da haben wir wahrscheinlich aber nicht aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts jetzt hier Roskosmos dazu bekommen, kann man die definitiv ausschließen. Die indische Raumfahrtbehörde können wir hier an dieser Stelle tatsächlich auch ausschließen und dementsprechend bleibt an dieser Stelle nur noch die NASA mit ihrem Artemis-Programm wirklich übrig, die zum Mond sozusagen fliegen wollen, beziehungsweise wo das Ziel ist, Menschen wieder auf den Mond zu bringen. Die Artemis-Mission soll insgesamt in 3 Steps verlaufen. In der ersten soll ein unbemannter Flug geschehen um die Mondumlaufbahn. Im zweiten Step
soll es dann einmal mit Menschen sein, also keine Mondlandung, sondern nur eine Mondumrundung mit Menschen. Und dann als letztes sehen wir in der Phase 3 eine Artemis-Mission mit Menschen, die dann auch wirklich auf dem Mond landen. Das wird aber noch einige Zeit dauern. Ich denke mal nicht, dass bis dorthin auf jeden Fall wir warten müssen mit dieser NASA-Lizenz. Aber ich gehe sehr stark davon aus, weil hier auch dieses buchstäblich zum Mond betont wird, dass wir hier die NASA als staatliches Unternehmen bekommen werden. Und ich bin sehr gespannt, was wir auf jeden Fall dort für Collectibles dann auch bekommen werden und was das auch für einen Einfluss auf Vivi bzw. vielleicht auch auf den OMI-Token haben könnte, was die Preise angeht, da natürlich die NASA ein sehr großes Unternehmen ist, sehr viele Fans hat und auch in der Welt sehr angesehen ist und dort natürlich mit NFTs auch vielleicht eine große Schlagzeile machen könnte. Wir haben dasselbe ja tatsächlich leider nicht bei Disney gesehen. Wir könnten das Ganze aber theoretisch bei der NASA sehen. Ob das Ganze so umgesetzt wird, werden wir dann sehen. Aber schreib du mir da draußen auf jeden Fall unbedingt deine Meinung hier in die Kommentare, denn das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was du denkst. Sehen wir die NASA oder sehen wir SpaceX oder sehen wir beides zusammen? Und ansonsten, wenn dir dieses ganze Video und dieser ganze Inhalt hier gefallen hat und du mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann gib dem ganzen Video unbedingt ein Like und schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Mach es gut und ciao, ciao.